Moin Moin, ich bin Jan, euer EWE Smartgeber und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Fritzbox 7590 für euren Glasfaseranschluss einrichtet. Ganz wichtig, in diesem Video geht es um den Glasfaseranschluss. Wenn ihr einen normalen DSL-Anschluss habt, dann guckt euch das andere Video dazu an. Bei euch müsste das ungefähr so aussehen, wenn der Techniker bei euch war. Das Anschließen ist ganz einfach. Nehmt euch die Fritzbox aus dem Karton und guckt mal hier hinten, die hat einen blauen Anschluss, da steht WAN drüber. Ihr nehmt dann das Netzwerkkabel, das ist ganz unten im Karton, und steckt das eine Ende da rein. Das andere Ende kommt in die Glasfaserbox, die hat nur einen passenden Anschluss, könnt ihr also nur richtig machen. Jetzt müsst ihr nur noch das Stromkabel hinten reinstecken und das Netzteil in die Steckdose. Und dann wartet ihr so lange, bis die Power- und die WLAN-LED durchgängig leuchten. Das kann bis zu einer halben Stunde dauern. In der Zeit bitte auch den Stecker nicht wieder rausziehen. So, die beiden LEDs leuchten durchgängig, das war's auch schon. Wir zeigen euch jetzt noch, wie ihr euch mit dem WLAN verbinden könnt und auch wie ihr auf die Fritzbox zugreifen könnt. Dafür braucht ihr die blaue Karte aus dem Karton. Jetzt müssen wir natürlich noch unsere Geräte mit dem WLAN verbinden. Wir machen das hier mal mit dem Laptop. Das ist ganz einfach. Ihr habt auf dieser blauen Karte hier euren Netzwerknamen. Bei mir heißt der Fritzbox 7590QW. Bei euch werden die letzten beiden Buchstaben andere sein. Ich gehe mal hier auf das WLAN-Symbol am Laptop. Und da sehe ich auch schon Fritzbox 7590. Ich drücke drauf, auf Verbinden und tippe jetzt das WLAN-Passwort ab. Dann gehe ich auf Weiter. Und das sieht gut aus. Ich komme auch ins Internet. Wunderbar. Das reicht eigentlich schon. Ihr könnt es gleich mit euren Handys machen und so weiter und ihr kommt ins Internet. Ich zeige euch aber jetzt nochmal, wie ihr auf die Fritzbox selbst drauf kommt. Die hat nämlich auch eine Art Internetseite, auf der ihr Einstellungen verändern könnt. Geht dazu im Browser einfach auf fritz.box. Ihr werdet dann nach einem Kennwort gefragt. Das findet ihr auch auf der blauen Karte ganz unten. So, und jetzt sind wir auf der Fritzbox drauf. Mein erster Blick geht immer nach oben rechts. Da steht nämlich, ob die Fritzbox aktuell ist. Aus Sicherheitsgründen sollte sie das sein, aber keine Sorge, die Sicherheitsupdates werden von alleine installiert. Da müsst ihr euch im Normalfall auch nicht drum kümmern. Wenn ihr aber zum Beispiel euren WLAN-Namen ändern wollt, dann geht ihr links im Menü auf WLAN und auf Funknetz. Und dann könnt ihr ein bisschen runterscrollen und seht da den WLAN-Namen. Ich tippe da jetzt einfach mal ein Smartgeber WLAN. Und wenn ich jetzt auf Übernehmen gehe, dann muss ich mich natürlich nochmal neu mit dem WLAN verbinden. Das gleiche gilt auch, wenn ihr das Passwort verändert. Das findet ihr links unter dem Punkt Sicherheit. Ich ändere jetzt mal nur den Namen. Ich habe also Smartgeber WLAN eingetippt, gehe auf Übernehmen. Und dann kommt ein Pop-up, wo nochmal alle Informationen drauf sind. Ganz wichtig, dann gilt natürlich nicht mehr das, was auf der blauen Karte steht. Das kann man sich einfach ausdrucken oder abschreiben, wie auch immer. Jetzt habe ich natürlich keinen WLAN-Zugang mehr, weil ich den Namen geändert habe. Ich gehe also unten rechts nochmal auf mein WLAN-Symbol. Da taucht der alte WLAN-Name nicht mehr auf, aber mein neues Smartgeber-WLAN. Damit verbinde ich mich jetzt nochmal, wie eben gerade, mit dem gleichen Kennwort. Und dann bin ich wieder im WLAN drin. Wir wollen ja noch das Passwort ändern. Ich gehe also wieder auf fritz.box. Muss auch hier nochmal das Fritzbox-Kennwort eingeben. Und finde links im Bereich WLAN den Punkt Sicherheit. Da ist übrigens WPA 2 schon voreingestellt, wunderbar. Und ich kann hier das Passwort ändern. Ich kann also hier mal ein neues, sicheres Passwort eintippen. Auch jetzt habt ihr wieder das Pop-up, jetzt mit den richtigen neuen Daten, mit dem neuen Namen und mit dem neuen Passwort. Ganz wichtig, ausdrucken oder auf dieser Karte notieren, sonst kommt ihr nicht mehr ins WLAN rein. Ihr werdet bemerken, dass sie auch jetzt wieder aus dem WLAN rausfliegt mit dem Laptop. Wenn ihr unten rechts nochmal auf das WLAN-Symbol geht, dann seht ihr, dass sie die Meldung bekommt, Achtung, ich brauche ein neues Passwort. Ist klar, wir haben das gerade geändert. Ich tippe es nochmal ein, das neue Passwort jetzt. Und dann verbindet der Laptop sich wieder. Das war's schon. Ihr habt jetzt ein eigenes WLAN mit eigenem Passwort. Kleiner Tipp noch von mir. Wenn ihr den WLAN-Namen und das Passwort genauso wählt, wie ihr das vorher hattet, vor der Fritzbox 7590, dann könnt ihr alle Geräte einfach so benutzen. Dann müsst ihr zum Beispiel den Fernseher und die Handys nicht neu mit dem WLAN verbinden.
Ihr habt gesehen, das Ganze geht total einfach. Im Zweifelsfall steckt ihr die Kabel rein und es funktioniert. Ihr könnt mit der Fritzbox noch viel mehr machen, zum Beispiel Telefone einrichten und so weiter. Dazu haben wir eine ganze Menge Videos bei uns auf dem YouTube-Kanal. Klickt doch mal unten auf Abonnieren, das kostet nichts und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, was sicheres Surfen und die Benutzung der Fritzbox und ganz viele andere Themen angeht. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten rein. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.